Hallo, hallo. Heute möchte ich euch eine Möglichkeit zeigen, wie man auch in Photoshop, in diesem Fall Photoshop CC, geht aber schon seit vielen Versionen von Photoshop, wie man hier viele Dateien, in diesem Fall hier JPEG-Bilder, sind ja sogar 228, wie man diese auf einmal und ganz unkompliziert mit Photoshop kleiner skalieren kann. Hierzu gibt es die Möglichkeit unter Datei, Skripten, Bildprozessor. Öffnet sich ein eigenes Fenster und hier kann man sich den Ordner auswählen. Ich wähle hier Bildprozessor-Ordner, kann hier den gleichen Speicherort angeben oder in einen anderen Ordner speichern lassen und sage dann hier als JPEG speichern. Es ist hier auch möglich, Photoshop-Dateien oder sonstige kompatible Dateiformate umzuwandeln. Ich sage hier an ein Format anpassen. Ich nehme hier mal maximale Kantenbreite von 1000 Pixel. Kann es auch als Photoshop oder als TIFF speichern, wie auch immer. Habe ja auch noch die Möglichkeit, eine Aktion auszuführen. Diese muss ich natürlich vorher erstellen. Keine Ahnung, wie auch immer, brauche ich hier nicht, um ein Copyright hinzuzufügen. Das Ganze war es dann eigentlich schon. Auf Ausführen klicken und der Bildprozessor arbeitet im Hintergrund jedes einzelne Bild ab. Wir sehen hier, ich habe den gleichen Speicherort angegeben. Photoshop erstellt mir hier einen eigenen Ordner mit JPEG und bearbeitet hier nach der Reihe diese Dateien. Ist es dann natürlich auch möglich, mehrere hunderte Dateien, mehrere tausende Dateien, wie auch immer, auf einmal zu bearbeiten. In diesem Sinne viel Spaß beim Probieren, bleibt kreativ.